Frau Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn mein Vorredner, der ÖVP-Sicherheitssprecher, hier behauptet hat, die Sicherheit sei bei der Innenministerin Maria Fechter in besten und guten Händen, kann man nur der ÖVP zurufen, die Handtasche der Frau Innenministerin war nicht in guten Händen. Bei einer ihrer ersten Begegnungen mit Kriminalität war es, dass ihr in einem italienischen Nobellokal Kriminelle die Handtasche gestohlen haben. Aber ihr Schluss daraus war es nicht, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu warnen vor der Kriminalität. Sie wollte es geheim halten. Sie hat es nicht gemeldet. Und es hat uns bedurft, der Freiheitlichen, diese Sache an die Öffentlichkeit zu spielen, damit man auch sieht, wie Kriminalität in Österreich ausgeübt wird. Meine Damen und Herren, Sie können das der ÖVP-Freundschaftsgruppe Hietzing erzählen, dass es keine Kriminalität gibt in Wien und Österreich. Jeder Österreicher, der mit offenen Augen durch die Stadt geht, weiß und kann ein Lied davon singen, wie stark die Kriminalität schon gestiegen ist in diesem Land. Und wissen Sie, was mich besonders enttäuscht? Gestern am Abend war ein Club 2 im ORF. Dieser Club 2 hat eindeutig die Intention gehabt, alleine schon von der Beschreibung her, die Polizei als rassistische Schlägertruppe zu qualifizieren, indem man 10 Jahre alte Fälle herangezogen hat, um der Polizei zu unterstellen, was für eine böse Schlägertruppe sie ist. Und ich habe weder von Rot noch Schwarz auch nur irgendein Wort der Verteidigung gehört. Und enttäuschend ist es auch, meine Damen und Herren, dass weder Ihnen von der ÖVP noch Ihnen von der SPÖ oder Ihnen als Ministerin hier etwas abzuringen ist, nämlich unserer Polizei Danke zu sagen. Danke, liebe Polizistinnen und Polizisten, dass ihr täglich unter Einsatz von Leib und Leben, wenn es kalt ist und wenn es regnet, hier uns schützt. Und Sie beide waren wahrscheinlich auch lang nicht in irgendwelchen Wachzimmern unterwegs, sondern würden Sie wissen, wie es bestellt ist um die Wiener Exekutive. Wenn man sieht, dass der Verputz abbröckelt, wenn man sieht Räume, wo der Menschenrechtsbeirat des Innenministeriums schreien würde, wenn es ein Inhaftierter wäre, aber die Augen zudrückt, wenn es um die Polizei geht. Wenn man weiß, dass die Polizei keine Ausrüstung hat, die sich selbst schon Pullover im Winter kaufen müssen, weil der zur Verfügung gestellte Pullover zu kalt ist. Wenn man weiß, dass sie sich Hauben kaufen müssen, aus eigenem Geld, weil die Kappe nicht reicht. Die Polizei wird von Ihnen alleine gelassen. Und letztes Jahr, als ich den Antrag eingebracht habe, dass wir zusammen auf die Politikergehälter verzichten und der österreichischen Polizei dafür 500 Euro bis 1000 Euro Belohnung für den Einsatz bei der Euro als Dankeschön sagen, haben Sie beide das abgelehnt. Das ist schäbig. Und auf der anderen Seite sieht man, wie es den Häftlingen geht, wie es in österreichischen Gefängnissen ausschaut. Und ich besuche als Sicherheitssprecher ja auch Gefängnisse, war zum Beispiel in Stein und, man glaubt es ja kaum, dort wird Sand aus Dubai eingeflogen, um einen Beachvolleyballplatz für die Häftlinge zu errichten. Dort werden Therapeuten eingesetzt mit 150 Euro Stundensatz, um bei Schwerstverbrechern und Gewaltverbrechern eine Schneckentherapie zu machen, wo der Häftling zuschauen muss, wie links und rechts eine Schnecke raufkriecht mit 150 Euro, während der Justizwachebeamte für die Rufbereitschaft in der ganzen Nacht 7 Euro bekommt. Nicht in der Stunde, sondern die ganze Nacht 7 Euro dafür erhält. Das ist schäbig. Meine Damen und Herren, es gilt die Feststellung, die Kriminalität steigt und steigt und die Aufklärung geht runter und runter. Den Handtaschendiebstahl konnte man bis heute aufklären. Und man muss auch festhalten, dass das zwei Ursachen hat. Die eine Ursache heißt Asylbetrug und das andere Öffnen der Schengen-Grenzen. Und jetzt bringe ich Ihnen was zur Kenntnis. Wir haben immer mehr Fälle klaren Asylmissbrauchs. Einerseits steigt die Zahl jener, die illegal einreisen, hier Verbrechen begehen und erst nach einer Verhaftung Asylantrag stellen. Andererseits werden immer mehr verurteilte Kriminelle, die einen negativen Asylbescheid bekommen und abgeschoben werden sollen, oft schon am Flughafen unter den abenteuerlichsten Begründungen einen neuen Asylantrag stellen. Sagt niemand anderer als der Chef der Fremdenpolizei. Und Sie beide,
beschließen jetzt eine Liberalisierung des Asylgesetzes, was zur Folge haben wird, dass neben dem Asyltitel, neben dem subsidiär Schutzberechtigten, nun auch noch das humanitäre Bleiberecht aus Zuwanderungsschiene geöffnet werden soll. Österreich macht sich zur Lachnummer international vor den Schlepperbanden. Und das ist Ihre Schuld. Meine Damen und Herren, die FPÖ sagt Ja zur Polizei, Ja zu einer besseren Besoldung, zu einer besseren Ausrüstung der Polizei und Ja zu einer